Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans, und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier in Watkins Glen, Fanatec Global Challenge. Und heute etwas ganz Besonderes. Ich sitze heute nur im Auto und der Tom und sein Sohn sitzen heute am Mikro und kommentieren. Und da halte ich mich auch gar nicht lange auf. Wünsche euch allen ganz viel Spaß heute und gebe das Mikro ab an Tommy und seinen Sohn Samuel. Patrick fährt schon. Aber wir haben jetzt noch 2 Minuten. Wir haben noch 2 Minuten, dann würde ich sagen, die warten wir aber noch ab. Und gucken uns mal das Auto an, was der Patrick fährt. Das ist, wo ist denn das? Ja, kommt denn? Mike Roggin fährt wieder mit. Okay. Also. Da ist der Caddy. Da ist der Caddy. Der hat 6000er Rating. Okay, also hier steht das Auto. Also da ist erstmal das Auto. Mit der schönen Offenbacher Lackierung. Ja, natürlich. Der Patrick hat tatsächlich dieselbe Lackierung, ne? Die hat er sich gewünscht. Er hat gesagt, lieber Tom, mach mir bitte eine schöne Offenbacher Lackierung. Für den Cadillac. Für den Cadillac. Ja. Also Tom hat eine schöne Lackierung für den Cadillac gemacht. So, jetzt gucken wir mal hier K-Info, was hat das? Also, das Auto wiegt 3200 Pfund. Das sind 1600 Kilo. Er hat einen 6,2 Liter 90er V8 mit einem Aluminiumblock und Kopf. 460 PS bei 5400 Umdrehungen. Und 447 Pfund Profit bei 4400 Umdrehungen. So, der hat Brembo-Bremsen mit 6 Kolbenbremse. Klopft mich gerade ein. Jo. Der hat eine sequenzielle 6-Gang-Schaltung. No Lift Shift Suspension. Aha, okay. Also, du hast dreifach verstellbare Dämpfer. Aha. Du hast ein Rennmodifiziert und ein Multilink-Fahrwerk. Was auch immer. Ja. Weißt du Bescheid. So, der Patrick, der lockt sich ein, sagt er. Dann gucken wir mal. Der Patrick ist hier. Und dann gehen wir mal hier. Machen wir mal ein Spiel. Ja, Watkins Glen ist die Strecke, ne? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist eine schöne Strecke. Haben wir auch tolle Erinnerungen. Wir haben eine Feldstärke von 1155 und der Patrick, der liegt auf jeden Fall deutlich über dem Durchschnitt mit seinen 1300. Wenn ich mich nicht täusche, hat er Auto Nummer 3? 5. Okay, also wir haben wieder ein sehr breit gestreutes Feld. Der höchste, der hat hier 1600. Das so richtig sehe. Ja, also. Da haben wir Jason Conklin und Tyler Chio Chaka, das sind wohl offensichtlich ganz schnelle Jungs hier. Also, Conklin und Chioka, so genau, ja. Nicht Chio Chaka. Ist noch hier, der Mark A. Miller scheint auch noch ein schneller zu sein. Ja, und? Ja, der Patrick, ne? Ja. Aber wir haben hier auch ganz, ganz wenig, also der Mitchell Scarter hier mit 718, William Wooten
750, die sind in der iRacing-Hölle. Ja. Ihr müsst aber mal jetzt, ich muss jetzt Quali fahren, ne? Patrick fährt Quali, hey. Das heißt, dann wünschen wir dir viel Erfolg. Auf jeden Fall. Ich schalte jetzt mal die Kommunikation aus und dann gucken wir dir mal zu. Ciao. So, hörst du uns noch? So, die Jungs haben jetzt den Sprachkanal gewechselt, damit ich in Ruhe meine Quali fahren kann und damit ihr auch weiter euren Spaß habt, schalten wir direkt dahin. Ist nicht mehr. Wo ist er denn? Da ist er, Patrick. So, da geht's los. So, Pitlane. Was fährt er raus? Mit. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir eigentlich die Schikane? So, wir gucken jetzt mal. Es müssten eigentlich gleich die ersten Rundenzeiten. So, ich mache jetzt hier was Leitenderspiele. Der kommt jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Ah, der ist jetzt gleich in seiner letzten Runde. Genau, jetzt sind wir hier on board. Quatsch. So. Vorletzte Kurve jetzt hier, genau. Das ist auf jeden Fall Auto Nummer 1, der gelbe. Ne? Oh, da kommen schon die ersten Zeiten. Oh, der Patrick Niese mit einer 1,50 auf Platz 1. Auf Platz 2. Ist aber jetzt abgelöst worden von Herrn Kottklin mit einer 1,49. Der Patrick, jetzt kommt der Miller. Oh. Patrick fällt wieder runter auf den dritten Platz. Auf den dritten Platz, der Patrick, ne? Zeiten ein bisschen besser sehen, genau. Patrick auf Platz 3, das ist schon mal nicht schlecht so. Und die haben auf jeden Fall zwei Runden. Ja. Räubert auf jeden Fall ordentlich über die Curbs drüber. Oh, das ja. Auch so gut. Ja, das gucken wir mal. Ne? Wenn dauert das Rennen? Das Rennen dauert insgesamt 25 Minuten. Ist auf jeden Fall eine Sekunde schneller als der Barry. Der Berry. Bumpin und Miller. So, Quali geschafft. Die beiden Jungs vorne waren leider außer Reichweite. Endstand. Ja, und? Dritter Platz, Patrick. Nicht schlecht. Sehr gut gemacht. Dritter Platz, ja, sehr gut gemacht. Naja. Ja, guck mal, hat es nicht geschafft. Der Kollege hinter dir, der Bobby Berry. Der ist eine Sekunde hinter dir. Ich muss mal schauen hier. Full name. Ach so, jetzt sieht man hier. Patrick Niese, der Bobby Berry. Das ist immer ein super Name, ey. Ja, ich hoffe mal, dass die nicht mit Nerven verlieren und in der ersten Kurve da reinhalten wie die Blöden. Ja, das wird. Aber dritter Startplatz, genau. Und vor allem bist du, glaube ich, auf der Außenlinie, ne? Das gucken wir gleich mal. Setup ist ja sowieso fixed, ne? Genau. Ja, fixed Setup. So, ich muss mal hier gerade mal den Spotter hier ausschalten, damit der hier nicht reinquasselt. Dann können wir uns mal die ganzen Ergebnisse. Da gibt es etliche Leute, die haben keine. Die haben keine Qualifikation gefahren. Oder haben es weggeworfen. Der William Boten hat hier disconnected. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo kommen die denn alle her? Haben wir noch mehr Deutsche? Ne, der Patrick ist der einzige Deutsche. Ansonsten die meisten kommen hier aus Michigan, Pennsylvania, Midwest, Carolina, Illinois, Franzose. New York. Ah, und Franzosen? Ach, tatsächlich, der Alain Canfon. New York. Ja. Die New York Rangers. Gut, gut. Und? Wie lange haben wir noch? 10 Sekunden. Dann gehen die. Ich wünsche euch,
Weiß noch. Alles klar, wenn Patrick, halt die Ohren steif, ne? Lass dich nicht ärgern, lass dich nicht abschießen. Ja. Und viel Erfolg. So, die Fahrer, die haben sich jetzt aufgestellt hier. Alle nacheinander. Weiß gar nicht, wie viele sind wir denn da? Oder sind wir da? Insgesamt 17 Fahrer, wie es aussieht. Und ja, wir haben von der Division 3 bis Division 9 bzw. 10 ist alles vorhanden. Und tatsächlich der William Wooten hat sich ausgelockt. Ne? Sehr schön. Warum? Nein, eigentlich nicht so schön. Ja, tatsächlich nicht schön. Ja, vielleicht hat er auch ein Internet kaputt. Man weiß es nicht. Alles fein. So, jetzt gucken wir mal, ob hier sich einer im Twitch gemeldet hat. Ah, oh, wir haben einer, der zuguckt. Das ist schön. So, aber irgendwie läuft das hier nicht, oder läuft das? Weiß nicht, hängt er? Warum hängt er? Ah, okay, ich habe auch Pause gemacht. Das stimmt. Aber einer guckt dir zu, den begrüßen wir. Hallo, einer. So. Wie krieg ich das denn hin? Ich glaube, hier so kann ich mir auch genau mein Stream Manager anmachen. Die gerade geschickt. Du guckst bitte, falls einer da chattet, ne? So, also, die. Kollegas, die sind hier auf Weg in die Einführungsrunde. Jetzt werden nochmal die Reifen warm gemacht und geschaut, okay, was machen die Autos neben einem. Wir sehen hier ganz vorne das Pace Car, direkt dahinter der Jason Conklin auf B2. Position 1. Auf der rechten Spur haben wir den Mark A. Miller mit auf der Pole Position. Ne? Der gibt dann gleich auf jeden Fall das Rennen frei. Ne? Und dahinter reihen sich alle nacheinander ein. So, hier eine schöne Red Bull-Lackierung. Und was meinst du, Samuel? Wer wird gewinnen? Red Bull wird gewinnen? Ja, bei den Playoffs. Dann eher diese Kollegen mit sehr wenig I-Rating, die fahren hinten. Sebastian Reyes, Scott Olsen und hier der Mark McManus macht hier das Schlusslicht. Mitchell Scarter steht in der Box, der hat wahrscheinlich auf dieses Startprozedere überhaupt keine Lust. Oh. Du hast eigentlich so wenig auf. Ja, aber das ist auch immer gefährlich am Start, ne? So, der Base Porsche, der hat die Lichter aus, das bedeutet, der fährt gleich in die Box, genau. Dann geht's rein aus. Schauen wir mal hier, dass die ersten paar Runden vernünftig verlaufen, ohne dass der Patrick hier in das andere auch nicht irgendwelche Unfälle verwickelt wird. Das wäre nämlich nicht so cool. Und das andere auch nicht. Und dass ich hier live bin. So. Ja, dass alle gut durchkommen und dass wir nicht die großen Unfälle sehen. Das ist aber natürlich in so einer niedrigen Klasse kann man das halt nicht wirklich ausschließen. So, ne? Ah, das sind aber keine LMGs, sondern das sind halt Tourenwagen hier. Na, was macht man? Geh mal. 500 PS. Ja, das ist schon viel. Mini hatte früher 130. So. Also, jetzt geht's los, würde ich sagen. Wir drücken dem Patrick die Daumen. Pacecar fährt gleich rein. Und? So, was haben wir denn hier?
grüne Flagge hier. Auf jeden Fall der Mark Miller, der gibt direkt Vollstoff und setzt sich ans vordere Feld, direkt dahinter Jason Conklin. Patrick kann seinen dritten Platz behaupten. Dahinter wird es sehr knapp, aber trotzdem kommen alle durch. Da ist einer, ist da langsam. Wer ist das? Der Taylor? Taylor wurde überholt, aber wie es aussieht, soweit alle durch. Sehr gut. Ohne Crash alle durchgekommen. Guck mal weiter nach vorne hier. Patrick nach wie vor auf dem dritten Platz. Es geht das erste Mal in die Schikane rein. Schön über die Curbs. Alles klar, sieht sehr gut aus. Und vorne der Mark kann sich schon absetzen. Trotzdem poppt hin. Da. Herr Bobby Berry hier auf Platz 4. Jordan M. Hill. Oh, der sieht aus. Dahinter. Alle rein. Ich glaube, nicht mit dem Bahn alle sehr sauber. Genau. Der Rennwurm, der schlängelt sich hier. Oder scheint. Ja, ich dachte, gibt es jetzt ein Überholmanöver hier von dem Mark McManus. Scheint nicht so zu sein, ne? Weil hier gibt es der, ich weiß nicht, ob das der. Ja, oder blieb einer rum wie dieser Mark Foriata. Er hat eine schlechte Internetverbindung. Oh, da steht einer. Schnell. Was ist da passiert? Luis Jimenez hat sich gedreht. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Ja, das ist eine sehr, sehr gefährliche Kurve. Ja, gut verloren einfach. Oh. Direkt und dann, ja, alle vorbeigelassen, einmal rumge. Dreht und weiter geht's. Mal wieder live hier. Ist da irgendwas am Auto? Ja. Ne, soweit nicht. Das scheint alles in Ordnung zu sein. So, was ist hier passiert? Da scheint auf jeden Fall der Alain Panfo irgendwie ein Problem gehabt zu haben. Ich jetzt nicht sehen. Wir gucken mal weiter vorne hier. Wir haben hier auf Platz 3 nach wie vor der Patrick. Aber und die beiden, ja, vorderen haben sich auch schon ein bisschen abgesetzt bei dem Rest. Genau, also hier die zwei entfliehen dem Patrick ein bisschen. Gibt ja auf jeden Fall einen schönen Kampf in Position 1. Der Jason Conkling, der lässt hier nicht locker und jagt den Mark auf jeden Fall. Aber man sieht das auch, ne? Das sind beides die. Das ist Auto Nummer 1 und Nummer 2, das sind auf jeden Fall die ranghöchsten Fahrer hier in dem Feld. Und Herr Patrick nach wie vor hier auf Platz 3. Ja, was denn, der kriegt nicht, der kann sich da ganz gut behaupten da, ne? Aber hier Platz 4, Platz 5. Naja, die sind jetzt nicht wirklich weg, aber die sind jetzt auch nicht dran am Anfang, ne? Da hätten zwei rausgekommen. Wer hat verloren? Muss ich mal zurückspulen? Ja. Oh ja. Oh ja, der. Das stimmt. Zwei rausgekommen, aber Gott sei Dank. Kein Einschlag. Kein Einschlag, nix. Und wie es aussieht, hat er auch keine Zeitstrafe. Das ist immer wieder live. So, jetzt gucken wir uns mal die Rundenzeiten an. Der erstplatzierte Mark Miller hat eine 1,49 gemacht. Eine 1,49,58 gefahren, genau. Und genau. Gab's da gerade eine Überholmanöver? Wir gucken mal nach vorne, noch was verpasst. Oh, ja, tatsächlich, der Mark Miller ist ganz schön zurückgefallen. Wir gucken mal, was hier passiert ist. Oh ja, das ist vor der Schikane. Wir haben den Mark Miller auf Position 1. Im Windschatten ist innen quasi und muss die Schikane leider gerade ausgehen. Hat keine Chance, da einzulenken und ist dann direkt hier vorm Patrick gelandet, der da
ordentlich in die Eisen gehen musste, mein lieber Scholl. Das war aber ganz schön knapp. Das war auch ein bisschen gefährlich von dem Mark Miller da. Wir gucken jetzt mal, direkt. Ja, läuft. Ja, muss ich jetzt ein bisschen absetzen wieder vom Patrick. Ja, der ist halt sehr schnell. Ja. Aber Patrick nach wie vor. Der hat jetzt quasi sein, genau, das ist jetzt angezeigt hier als zweiter Platz. Und der Patrick, nach hinten, mal schauen. Ja, also haben wir irgendwo Zweikämpfe, das sieht jetzt nicht so aus. Bobby Berry hier auf Platz 4. Jordan M. Hill auf 5. Hier Auto Nummer 3. Tyler Chioka fährt auf 6. Und Luke Bell auf 7. Mark McManus hier auf 8. Dann hier dein Red Bull Ballhaus auf Position 9. 10 haben wir anderen. Scott Olsen auf 11, Marc Formiata auf 12. Joshua Schnepf dümpelt hier auf dem 13. Platz herum. Luis Jimenez auf 4. Der hat eben den Dreher hatte, glaube ich. Und das war's. Mitchell Scarter fährt auf 15 herum. Und hier haben wir wieder den Blaze. Ziemlich coole Lackierung. Ich weiß, hab ich den auch schon gesehen. Dann gucken wir uns die mal an hier. Das sieht ziemlich lustig aus, würde ich mal sagen. Ne? Voll cool. Jetzt kommt sie in die Sonne, jetzt sieht man es ein bisschen besser, ne? Der Berryman! Ja, sehr schön. Gefällt mir. Hat was, ne? Ja, so ein bisschen. So, dann gucken wir mal dahinter. Der Mark A. Miller hier mit dem Auto Nummer 1. Ist wieder weit abgesetzt von Patrick. Dann haben wir den Patrick hier mit dem Offenbacher. Was hat der Patrick für einen Abstand nach hinten? Was haben wir da? 0,8 Sekunden. Oh, schön aufpassen da. Die Curbs, die sind gefährlich, ne? Ja. Niemand im Chat. Er hat noch niemand gechattet. Wir haben da immer noch einen Zuschauer. Immerhin. Vielleicht sind wir das auch selber. Man weiß es nicht. Egal. Ja. So. Ja, passiert jetzt nicht. Ne? Die sind alle auf Sicherheitsabstand hier. Die schneiden hier. Aber hier die zwei, die scheinen ziemlich eng zusammen zu sein. Und auch, das ist hier aber eine schöne Dreiergruppe. Zwischen? So, was haben wir hier? Das ist Position 7. So, Luke Bell hier, genau. Oh, da vorne wird es auch richtig knapp hier. Zwischen. Tyler Chioka und da ist der Vordermann Jordan M. Hill. Boah. Und geht er rein. Ah. Schön. Ja, das ist ein schönes Überholmanöver da. Das war auch sehr fair. Sehr fair mitgespielt hier vom Jordan. Und ja. Ja, und da vorne da, der Tyler, der kann sich auch schon absetzen. Das ist das. Dahinter klopft schon der Luke Bell. Der will das dem jetzt nachmachen. Ne? So, wir haben jetzt hier Position 7. Der Dreh ist nach wie vor auf 3, wenn ich das so sehe. Ne? Bobby Berry auf 4. Aber so richtig absetzen kann sich da der Tyler noch nicht. Jetzt kommt er hier. Oh ja, jetzt kommt auf jeden Fall Windschatten. Das ist den Berg hoch und dann kommt eine lange Gerade und man sieht direkt, dass der Tyler quasi die Innenbahn fährt,
Oh, die fahren da zu zweit auf die Schikane zu. Oh mein Gott. Ah, der hat nochmal schön abgewartet. Besser ist das, weil die Schikane zu zweit ist ganz schlecht zu fahren. Ja, hier der Bell, der schaut sich das Ganze hier aus der vom Logenplatz aus an. Dann können wir mal in sein Cockpit reingehen. Der hofft, dass die beiden gleich abnöffeln. Ja, der hofft, dass die vorne da sich da ärgern und vielleicht einen Unfall bauen. Da kann der locker weißen. Ja. Also seine Taktik. So, was machen die Abstände? Das ist, glaube ich, hier so der spannendste Kampf dann. Wir haben da 0,3 Sekunden Abstand. Das dann ist hier. Oh, da vorne, der. Weit rausgekommen. Ja. Der Taylor Gioca ist weit rausgekommen. Aber trotzdem. Wo ist meine Maus? Ja. Trotzdem ist er nach vorne, ne? Oh, da gab es einen Einschlag in der Wand hier. Wirklich ein Einschlag? Von dem Jordan, ja, schätze ich mal schon. Ich will nochmal zurück, mal schauen. Wie ja, warte, es kommt gerade ein Überholmanöver. Von Jordan. Ja. Luke Bell ist innen. Jetzt gucken wir mal, ob das durchzieht hier. Nice. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt wieder die nächste Windschattenschlag. Dahinter in dem grün-schwarzen Monster, der Mark McManus, den hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Aber der kommt jetzt auch langsam ran. Ja, der kommt langsam ran. Boah, der Luke Bell, der ist weit gegangen. Der hat den auch vorbeigelassen. Da gab es ein schönes Überholmanöver hier. Der Mark McManus mit dem grün-schwarzen Monster. Monster Caddy konnte da jetzt auch vorbei und dahinter, oh, da gab es ein Problem. Jordan hat ein Problem und der verliert jetzt noch mal zwei Plätze. Hier. Guck mal, was ist das da passiert? Oh ja, wie es aussieht beim Anbremsen, ist ihm das Heck weggegangen, aber der hat schon wirklich Glück gehabt, dass er das Auto noch einigermaßen abfangen konnte. Das hat er sehr gut gemacht eigentlich. Das hat er sehr gut gemacht, auf jeden Fall, das kann man wohl sagen. Das hätte auch böse enden können, ne? So, dann kam Fo und Mark Foyata kämpfen hier auch in Position 11 und 12. So. Also das ist hier ein schöner Kampf hier. Hier, Patrick Nies mit 0,3. Patrick Nies. Oh, 0,3 Sekunden, was ist da? Guck mal, gehen wir zum Patrick. Das warte mal, nee, das scheint so noch. Das Delta ist ein bisschen sehr durcheinander. Oder ist das nur das Delta zwischen den Rundenzeiten? Das wird wahrscheinlich so sein, weil der Patrick ist nach wie vor auf Platz 3, wie es aussieht. Der lässt da nichts anbrennen, der zieht da ordentlich seine Runden. Wir können uns mal die Rundenzeit mal anschauen von Patrick. Hier vom Rennen, also. Beste war die zweite. Ja, die zweite Runde mit einer 1,50 und dann, ja, gute 1,51er. Und das ist wohl so, dass, also ich denke schon, dass das Auto ein bisschen, dass die Reifen nachlassen und die Rundenzeiten ein bisschen. Aber am Anfang gehen. War die. Ja gut, das ist ja die Startrunde, da bist du ja vorsichtig und langsam, ne? Aber das sieht sehr gut aus, was der Patrick hier zeigt. Vielleicht ein bisschen kaputt. Podium ist super, auf jeden Fall. Da freut er sich. Freut er sich über beide. Ja. Genau. Wir gucken jetzt mal hier, wo wir noch ein paar Zweikämpfer haben. Bobby Berry nach wie vor auf Platz 4, alles schick. Und der Tyler Gioca, der konnte sich jetzt ein bisschen absetzen von den Streithähnen hinter sich, da dem Mark McManus und dem Luke Bell. So. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir es noch? Wir haben schon 20 Minuten rum. Noch wie viel? Ja, das dauert noch. Die Uhrzeit, die passt schon.
So, da sind auch mal ganz viele. Also hier, das ist eine schöne Gruppe mit 1, mit 5 Autos. Und angeführt hier von dem Scott Olsen, direkt dahinter Paul Haus, Jordan M. Hill, der dritte, dann der grüne müsste das sein, Alan Canfo und dann dahinter der Mark Forriata. Boah, da gab es nochmal hier, der, wer war das? Wer war das hier, der mit dem Grauen? Was, der Graue? Nein, der Graue ist hier. Der. Boah, der hat sein Auto aber schon ordentlich da eingeplankt in der letzten Kurve. Das scheint krumm zu sein, ich glaube. Nochmal zurückspulen da. Ja, guck mal. Guck mal hier ins Chase. Oh ja. Das hat ein Shepard. Aber ordentlich. Ja, die Wand ist hart da. Also das ist hier, das ist auf jeden Fall ein bisschen ist gut. Also da wird schon was kaputt gegangen sein da an der Aufhängung. Wir gehen mal hier live und das wird nicht mehr lang dauern. Da wird der Alarmkanfo aber auch schon vorbei wollen. Ne? Oh, jetzt Vorsicht da. Nicht zu viel Risiko. Ich bin gerade eigentlich so gut, Schnappers. Ja. Ja, aber der wird das nicht halten können da vorne. Der Jordan wird das nicht halten können, definitiv. Man merkt, dass das Auto kaputt ist, dass der nicht mehr richtig in die Kurve kommt. Ah, schon. Ja, hast du gesehen, wie das gerutscht ist? Ja. Du siehst nicht, ich muss noch weiter trotzdem mehr. So, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, dass der jetzt die Kurve wieder da ordentlich kriegt. Oh, weit gegangen. Schon live. So, weil hier direkt dahinter haben wir den Marc, der wartet auch, der wittert auch seine Chance. Der war. Pacecar geht hier. Noch ruhig und 12. Ja. So, gucken wir mal nach vorne. Das ist hier da diese Gruppe dahinter. Oh, jetzt kann natürlich gucken, aber was passiert hier? Nach vorne hier, der Reifen sieht nicht ganz gut aus. Na, das sieht nicht gut aus da, ja. Was fährt noch, ne? Vorne der Punkt. Oh nein, Luke Bell ist eingeschlagen und dreht sich mitten auf die Strecke drauf. Jetzt schön da stehen bleiben. Ah, ja, okay, der hat sich in die Box teleportiert. Ja, ist sicherer, bevor man da versucht. Oh nein, wie ärgerlich. In der letzten Runde sich in die Box teleportieren, damit man es noch schaffen. Ja, oh, das war. Ja, nee. Aber das war wirklich ein übler Unfall. Eieiei. Ja, das ist ja wirklich, also es kann sein, eine Minute. Ich glaube, es gibt Fast Repair, aber es wird die Zeit, muss man auf jeden Fall warten, die es dauern würde, das Auto wieder zur Box zu bringen. Das ist dann meistens auch dann so. Noch eine Minute, guck mal, noch ein paar Sekunden. Ja, dass die Zeit hier oben bestimmt nicht unbedingt. Wie ärgerlich, das ist wirklich ärgerlich. Ja. So, jetzt gucken wir mal live. Ich glaube, der Luke Bell ist raus. Ja, der hat sich das gemerkt. Schade. Ja. Ja, das sind halt viele Fahrer, die quitten dann. Ja, weil sie keinen Bock mehr haben. Boah, der Erstplatzierte. Der ist nach wie vor auf Position 2, aber Auto Nummer 1. Wir gucken mal. Der Jason hier. Wird wohl einsam. Das Ding holen? Ja, der wird das holen. Der fährt hier einsam an der Spitze. Da hinten sieht man ganz klein den Zweitplatzierten, Mark Miller. Aber, die Zeit ist hier nicht richtig. Wie lange darfst du noch? Weiß ich nicht. Steht das hier irgendwo? Letzte Runde? Nee, das ist die letzte Runde. Da bin ich neulich auch drauf reingefallen. Wir müssten hier drauf achten, ob das Manic ist hier oben. Der kommt gleich. Da oben, ob der Link oder die weiße Fahne? Ja, der. Mal. Ist da. Nicht das.
Kann man hinter Kopfloch reingehen? Nee, kann man. Hier ist das Mannequin da. Wenn der anfängt zu winken, so. Womit winken? Mit der Hand? Mit der Fahne. Letzte Runde. So, da sehen wir den Erstplatzierten. Der kommt jetzt über Startziel gefahren hier. Und der Zweitplatzierte. Und dann passiert erstmal ganz lange nichts. Und da hinten sehen wir den Patrick. So, jetzt gucken wir mal. Guck mal. Der rührt sich noch nicht. Also in der nächsten Runde. So, wen haben wir hier? Das war 5 und 6 müsste das gewesen sein, ne? Wir gucken jetzt mal. So. Position 4 hat nach wie vor auf 3. Ja, du siehst, wie groß die Abstände mittlerweile sind. Hier, guck mal, der 1 und 2, wie weit weg da sind und da. Dann kommt das Patrick. Ja, Patrick fährt jetzt hier über die Curbs. Über die Curbs von der Schikane. Schön konzentrieren, weiterfahren. Dritter Platz ist ein dritter Platz, egal wie groß die Abstände sind. Man hat ja gesehen, wie viel I-Rating die beiden Kollegen vorne haben. Das Ding ist, Patrick mit der Nummer 5, mit dem Auto Nummer 5, wird auf jeden Fall ordentlich Plus machen im I-Rating. So, Bobby Berry hier auf Platz 4. Mann, Nummer 30. Mark McManus 5. Hier scheint es noch interessant zu werden. Zwischen Tyler Joker und dem Scott Olsen. So. Okay, let's go. Gut, meine lieben Leute. Ja, also, ich bin auch wieder da. Boah, da gab es auf jeden Fall einen Angriffsversuch. Aber gnadenlos gescheitert. Von der Malan Kanfo, ja, aber der hat, das ist gut. Man darf auch nicht übertreiben. Das scheint hier noch spannend zu werden. Ja. Das ist Position 10, 9 und 8. Was war denn das Mannequin eigentlich? Ja, wir gucken, der winkt. Jordan? Sieht man den Winken? Schon vorbei. Schon vorbei? Ja. Wieso? Warte mal, gehen wir mal hier auf Midlane. Ne, wir winken noch nicht. Wir winken noch nicht. Wann denn? Bin ich schon ein paar Minuten zu spät. Oh. Ah, der Jordan konnte sich jetzt ein bisschen freifahren. Natürlich, jetzt kommt wieder diese Stelle mit dem Windschatten, aber der ist ein bisschen weit weg hier, der Lankanfo. Nix. Scott Olsen hier auf Position 7, auch einsam und alleine. Oh, das ist hier Tyler Joker, Mark McManus. Die sind ganz schön nah zusammen hier. Aber schau mal, der Monster vor. Er hat sich ganz schön vorgefahren. Jetzt kommt hier ein anderes Versuch. Oh, er funktioniert. Tatsächlich, Tyler kann sich vorbeischummeln an dem Mark. Ah, das war wirklich, also. Aber man muss wirklich sagen, hier, der Mark hat wieder super fair mitgespielt. Alles gut. Der hat ihn sogar ein bisschen Platz gelassen, hast du gesehen? Ja. Oh, ich glaube, man sieht schon, dass die Autos tatsächlich anfangen zu rutschen. So, der Patrick sagt, letzte Runde. Jetzt werden wir wahrscheinlich das Männchen aber auch da winken sehen. Ja, genau, weiße Fahne. Junge, der ist ja richtig aus. Ja, der haut da die Fahne da richtig. Oh, der ist blöd. So. Mark Müller hat sich wieder vorn gesetzt. Nee, alles gut. Nee, das ist nur Auto Nummer 1. Auto Nummer 1 ist nicht Position. Jetzt Mark Müller fährt auf 2. Ganz vorne hier, der Jason Conklin. Wird wohl das Ding holen. Ja, der wird das rennen.
dass der außer lässt da nichts mehr anbrennen. Also das außer dann, gleich kommt der Unfall. Ja, und direkt dahinter, wie viele Sekunden haben wir? Ich kann den Abstand nicht richtig sehen, aber ja, der wird es wohl nach Hause fahren. Ja, Patrick hier nach wie vor auf Platz 3. Das wird wohl ein Ritter. Ja. Und hier Bobby Berry auf 4. Tyler Joker machen dann Platz 5. Voll. Das gucken wir mal hier. Ich würde sagen, wir gratulieren dem Jason zu einem super Rennen. Wo ist denn das Ende? Warte. Das ist jetzt hier die letzte Gegend. Jetzt gibt es noch eine Rechtskurve. Und dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Jason Conklin. Der hat das Rennen gewonnen. Bravo, bravo. Genau. Sehr gut gemacht. Auf Position 2. Mark A. Miller. Wunderbar. Und den dritten Kollegen auf dem Podium haben wir den Offenbacher Fahrer und Teamchef. Patrick Niese. Wunderbar. Ja, perfekt. Hallo? Hast du super gemacht, dritter Platz! Crap. Jo! Hey, mal Schikane gerade aufgeschmissen. Ja! Ja, also hinter dir ging auf jeden Fall gut die Post ab. Wir haben immer mal wieder nach vorne geschaut, aber da ist ja nicht viel passiert. Aber im hinteren Feld gab es auf jeden Fall ein paar Kämpfe, die haben wir schön mitgeschnitten, so definitiv. Ja, war super. Ich habe hier am Schluss in Runde vor Schluss hatte ich einen Krampf im Fuß und bin hier Schikane gerade ausgefahren. Okay. Aber da war ich so weit vorne. Der vor mir, der war zu schnell und die hinter mir waren zu langsam und ich bin einfach nur durch meinen Stiefel gefahren und habe ab und zu mal meine Hand ausgeschüttelt, weil ich Durchblutungsstörungen in der Hand gekriegt habe von dem von meinem Bassshaker. Gott sei Dank, nur in der Hand. Ja, geil, oder? Ja, hat doch Spaß gemacht. So. Jetzt sag uns mal, wie viel hast du denn plus gemacht? Ich keine Ahnung, ich fahre erst mal in die Box jetzt, Jörg. Wie sich das für einen anständigen Rennfahrer gehört. Ja, das stimmt. Ja, dann mach das mal. Ja, das war... Ich habe nur gehört, dass da zwischendrin hat mal einer geschimpft. Und dann hast du ab und zu gesehen, wie sich ein paar Leute ausgelockt haben. Ja, hier hab ich ein, zwei Momente gehabt. Aber einfach durch eigenes Verschulden verunfallt. Beim Start habe ich Glück, dass der neben mir, der hat komplett. Konnte ich schön rüberziehen, hast du bestimmt gesehen. Ja. Weiß ich nicht, ob das heißt. Oh, jetzt habe ich auch noch die Boxen einfach verpasst. Ja, dann würde ich sagen, dann. Ja, geil. Wie geil ist das denn? Ja, perfekt. Dritter Platz, Hammer. Vor allem als Auto Nummer 5, das auf jeden Fall Nummer 3 und Nummer 4 hinter dir gelassen. So. Das ist nicht schlecht. Das wird bestimmt Plus geben. Wo ist 50 denn? Oder 60? Ah. So, jetzt gucken wir uns mal ein paar. Ratze. Plus 58. Plus 58. So, jetzt gucken wir uns mal auf jeden Fall ein paar Incidents mal an. Ja. Warte mal bitte. Ich dachte, wir gucken uns auch die Unfälle an, mein Freund. Ich muss erst mal Twitch anmachen. Ja, wir fangen schon mal an zu gucken. So. Dann machen wir mal alles weg. So, Incident. Wir haben Jason Conklin hier. Runde 1 ist das gewesen. Er scheint noch ein bisschen energisch über die Curbs gefahren zu sein. Da war nichts außer. So, nächster Incident hier. Dann haben wir Luis Jimenez. Hat sie sich am Anfang des Rennens gedreht. Ja, auch Glück gehabt, dass er da niemanden erwischt hat. Aber soweit alles gut. So. Ja, ja, ja. Der nächste Incident haben wir. Jordan M. Hill. Passiert da irgendwas? Oh, da ist
die Schikane, das sieht auch einfach nur nach einem Off-Track in der Schikane aus. Ist soweit auch in Ordnung. Dann haben wir hier Marc Forriata. Auch aus wie ein einfacher Incident über die Schikane. Oh, man sieht aber schon hier, dass der Kollege... Oh nein, was ist denn hier passiert? Alter Verwalter, das war jetzt auch hier Code Braun. Ja, also, Sebastian Reyes, der kommt hier auch über die Curbs gehüpft. Und das scheint das Auto dann hier zu... Boah, was ist denn hier mit der Kamera los? Safe track. So. Genau, der scheint hier, Sebastian Reyes verliert das Auto hier, kommt auf neben der Strecke und Schepper. Dann da vorne der Marc Forriata oder wie auch der heißt, muss ausweichen und legt auch ordentlich Drift hin, wie es aussieht. Na, geht schon. Eieieiei. Sebastian geht nochmal ins Grün. Ey, okay. Das war schon ordentlich da. Gott sei Dank ist ja nichts passiert. Ja. Ah. Okay. Uiuiui. Kaum gesagt. Das ist jetzt Marsch? Ja, ja, Auto ist jetzt kaputt. Warum? Ja, weil der da voll eingekracht ist. Voll eingekracht. Ja. Der knickt ganz schnell das Rad ab. Ja, ja. Und guck mal, der ist, aber da ist auf jeden Fall. Der noch rum, versucht an die Box zurückzukommen. Ja. Und noch mal weg. Und das Auto ist kaputt. Mach mal noch Eisen. Ja. Warum macht man noch Eisen? Wen haben wir da? Oh, der Luis Jimenez scheint sich noch mal zu drehen, wie es aussieht. Da scheint sich noch eingedutscht. Scheint sich noch mal zu drehen, aber... Ja, der hat nur weggerutscht, nicht rumgedreht. War auch alles. So, wen haben wir hier? Ach, hier gab es der Marc Miller. Genau, der Erstplatzierte und der Zweitplatzierte, wobei der Marc Miller hier gerade ausgefahren ist. Der hat ihn nicht mehr gekriegt, die Schikane. Der ist einfach durch. Ja, ja, und dann kam der aber direkt vor deiner Nase raus. Ich wollte irgendwie nicht angreifen. Weil der war einfach schneller wie ich, weißt du, und dann... Ja, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich bin ja auch nicht, der ist auch dann hier wieder schnell gewesen. Ja. Der hat es geschickt gemacht. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Nochmal der Jimenez dreht sich nochmal. Ja, ich glaube, das wird schlechter. Ja, das hat viele Spieler gehabt, ne? Ja, der wird auch. Ja. Aber das Auto vielleicht ist das Auto doch irgendwas rum. Ja. Schon wieder. Und nochmal. Aber ja, das wird auch angezeigt, wenn der so Internetprobleme hat. Ja, ja. So, wen haben wir hier? Mitchell. Oh, Mitchell Scarta. Auch gedreht. Leichter Einschlag. Ging noch, aber. Ja, auch direkt zurück in die Box. Direkt zurück in die Box. Die Leute haben keinen Bock mehr. Bobby Berry. Der war hinter dir. Ja, aber ich glaube, das wird ein Off-Track sein, oder? Ja, ja, das war ein einfacher Off-Track. Da ist so viel gesagt. Ja. Nächster Incident. Oh, nochmal Jimenez. Oi. Oh, Mann. Der Arm. Das ist heute der Hauptaufsteller. Ja, jetzt ist das Auto endgültig kaputt. Da hat es angefangen zu qualmen. Ja, vielleicht brauchen wir ein paar Runden auf dem Trainingsserver. Okay. Guck mal, ZF Motorsport wirft man damit. Was? Okay. So, wen haben wir hier? Joshua Schnepf. So, Joshua Schnepf. Der musste den Pelze nachher fahren, weil der am Start Verbindungsprobleme hatte. Achso, ist er nochmal gejoint dann oder was? Ja. Aus Carolina kommt der. So, Jordan M. Hill haben wir hier. Oh ja, das war der. Ja, ja, der ist ein, zweimal ist der da in der letzten Kurve in die Mauer gekracht. Der hat sich auch das Auto kaputt gemacht, ne? Wird er hier überholt? Ja. Oder? Oh, ja, also hier hinten war auf jeden Fall gut die Action, ne? Muss man sagen. Also die hatten Spaß, die Jungs. Auf jeden Fall. So, nächster Incident hier, Jason Conklin. Erstplatzierte. Boah! Das war ein ordentlicher Jump da über die Schikane, ne?
guck dir das mal an hier. Ja. Nehmen wir als Foto. Das kann man hier mal so als Zeit machen. Ja. Wow. Und da war auch noch Feuer. Guck mal, der ist komplett in der Luft mit allen vier Rädern. Ja. Der hat ein lustiges Paint. Auf jeden Fall. Ne? Ja, das ist so ein Viech da an der Seite. So, nächster Incident hier. Runde Nummer 8, Jordan M. Hill. Boah, nochmal hier auch die Schikane. Ah, die sind schon ordentlich über die Curbs da, ne? Flogen, ah, da, ne? Ich bin im Training auch da drüber geschwebt und im Rennen habe ich ein bisschen vorsichtig gemacht. Ja, macht auch Sinn. Weil ich habe gesehen, vorne die hole ich nicht ein und hinter mir, der ist eh zu langsam. Da habe ich mir das ein bisschen die Kräfte eingeteilt. Ja. Joshua Knepf wieder. Oh, weit aufpassen. Oh. Ah. Ah, der Elch hat sich die Seite kaputt gemacht. Ja. Bügel krumm, ja. Haben wir die irgendwie wieder gerade gemacht? So, auf Runde Nummer 9 sind wir jetzt. Boah. Der gibt aber echt ordentlich Stoff da über die Curbs. Der macht da keine Gefangenen. Also wow. Und nochmal der Joshua. Boah, das Auto ist schon ganz kaputt. Aber es fährt, ja. So, wen haben wir jetzt? Tyler Joker hier, auch. Ja, das sind alles Off-Tracks, da passiert so viel, passiert da nicht. Oh nein, das Ende zu böse. Naja, oh. Das haben wir auch gesehen. Luke Bell hat sich da gelöffelt. Der spawnt sich jetzt auch in die Box zurück. Ja. Nein, da ist alles zu spät, da kannst du nichts mehr machen. Nee, kannst nicht mehr reagieren. Du beschleunigst da gerade aus der Kurve raus und wenn das Auto anfängt zu rutschen, besonders die Kurve hier, da habe ich, wo ich mit Bernie trainiert habe, da haben wir beide Schädchen. Unsere Handkurve hier. Aber Watkins Glen werde ich für immer mit unserem Abenteuer verbinden. Ja. Für immer. Oh, der Red Bull Ball House dreht sich hier einmal rum, verliert 1, 2, 3. 3 Plätze, ja. Paul House. Dr. House. Dr. House. So, dann haben wir hier noch Mark McManus. Ich musste immer Mark McManus. Aber hier Monster, das ist doch hier, da wo ihr gefallen das Auto. Ja, wir haben uns auch gefreut. Der ist relativ weit nach vorne gefahren. Der ist, ich weiß gar nicht, wo der gestartet ist. Sechster. Ja, okay. Sechster und der ist aber Qualifying. Der hat keine Qualifying-Runde gefahren, ne? Ja, wahrscheinlich die Quali seine Runde versendet haben. Ja. Du siehst ja, Schikane schnell aufrecken. Ja, oh, nochmal. Oh, dasselbe nochmal. Oh, das ist, guck mal, dem Joshua ist das auch passiert hier. Oh. Oh, ja. Aber er fährt weiter. Ja, das Auto ist kaputt. Das ist gar nicht passiert. Ja, der fliegt blöd auf die Strecke zurück. Ja, hast du auch keine Chance, ne? Das ist kaputt. Aber das fährt. Ja, es mag ja sein, dass es fährt, ist aber trotzdem kaputt. So, dann haben wir hier Tyler Gioca. Boah. Sprung über die. Ja. Ja. Scott Olsen. Oh nein. Auch. Bald raus und auch gegen die Mauer. Der auf die andere Seite, ja, der fährt gleich gerade aus. Der ist schnell in die Kurve. Ja. Der wollte einen Schwung mitnehmen. So, ich glaube, das war's. Ob viel kommt da nicht mehr. Der ist gerade zu sehen. Ich bin doch gerade ausgefahren durch die Karte. Vorletzte Runde. Hab ich nicht. Nö, davon wissen wir nichts. Was wir nicht wissen, das ist auch nicht passiert. Vorletzte Runde. Die da vielleicht. Ja. Du hast ein einsames Rennen gehabt, wa?
Guck mal hier. Ja. Hast du einen Slowdown gekriegt? Ja, ne? Auch, ne? Natürlich. 1,3 Sekunden. Ich habe mich so abgebummelt, aber ich habe gesehen, hinter mir, der Abstand wird nicht kleiner. Ja. Also der muss scheinbar dann auch ein bisschen schrauber gewesen sein. Ja, ja. Der Bobby Berry. Das ist auch ein cooler Name. Na gut, alles klar. Ich würde sagen, wir beenden den Stream. Danke an meinen kleinen Co-Kommentator hier. Ich habe mich so bedankbar. Ich war vielen, vielen Dank. Das hat mich gefreut, dass ihr mich mal begleitet. Ja, auf jeden Fall. So, wir beenden den Stream. Danke fürs Zuschauen. High Five. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, liebe Zuschauer. Take the picture, take the picture, take it, take it, take it, take the picture. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.